Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. So, zurück zur Base. Also, was haben Sie rausgefunden, Herr Jäger? Also Polizisten dürften in den meisten Bundesländern kein Bargeld entgegennehmen, weil meistens die Fahrzeuge ein EC-Kartengerät haben. Allerdings ist das in diesem Bundesland anders, da es in diesem Bundesland erlaubt ist. Weil mir das Gesetzbuch nämlich vorliegt. Somit dürfen wir es annehmen, werden wir danach direkt zur Wache fahren und es in den Spind packen. Sie gucken auch, wie es für Sie passt, ne? Es steht so im Gesetz. Das habe ich noch nie gelesen. Aber ist okay. Vielleicht mal das Gesetzbuch durchlesen. Ich würde mir, ich würde bitte eine Kopie davon haben wollen. Das kann ich Ihnen gerne zuschicken. Jupp, ich warte darauf. Bis morgen, bitte. Ja. Haben Sie meine E-Mail-Adresse? Nein, die hätte ich mir jetzt von Ihnen geholt. Okay, varunamc@gmail.com. Okay? Einmal kurz. Moment. Groß-Kleinschreibung. Alles klein. Also varunamc@gmail.com. MC. Ja. Alles zusammengeschrieben, ne? Ja, das macht man keine Satzzeichen oder so. Bei einer E-Mail-Adresse macht man das meistens so. Naja, es gibt Leute, die packen dann schon noch irgendwelche Punkte, Komma, was weiß ich nicht, alles dran. Nein, alles gut. Gut. Okay, dann, was wollen Sie noch? Schwarzarbeit behaupten Sie auch noch? Nein, ich wollte nur vorlesen, gegen was Sie verstoßen haben. Einmal Verstoß gegen das Steuerrecht. Nicht eine Haltung der Mitteilungspflicht gegenüber Behörden. Wegen der Steuergeschichte oder was? Entschuldigung. Ist nicht. Aber fehlende Anmeldung, alles. Ja, wie gesagt. Herr Neumann. Das läuft ja noch. Da muss sie jetzt mal korrigieren, ne? Ja, dann korrigieren wir. Und zwar sind die Meldebeitrags- und Aufzeichnungspflichtig erfüllt worden. Wenn er trotzdem dann währenddessen arbeitet, ist es schwarz. Steht so im Paragraph 1, Abschnitt 2. Oh, gut. Des Arbeitsschutzgesetzes. Zitat. Hä? Was wollen Sie jetzt? Nein, die Strafe ist bezahlt. Abfahrt jetzt hier. Nee. Ich will hier Feierabend machen. Mhm. Herr Jäger? Ja? Würde Sie gerne nochmal sprechen. So. Was soll dieser Quatsch? Was soll dieser Quatsch? Steht so im Gesetz? Ja, das mag ja sein, dass es alles so im Gesetz steht. Aber Sie, es ist eine Beantragung für eine Genossenschaft, die läuft. Ja? Und jetzt wird mir hier ans Bein gepinkelt, weil ich der Gemeinde zu zusätzlichen Steuereinnahmen verhelfen will. Moment, da können Sie eigentlich nicht rein, weil Sie sind kein Gemeinderat. Ist völlig in Ordnung. Ich werde mich an den... Wer ist denn eigentlich der zweite Gemeinderat? Der Diesel oder nicht? Ja, der fährt gerade hinter ihm. Ah ja, gut. Wissen Sie, ich setze mich dafür ein. Nee. Guten Abend, tschüss. Ja. Schönen Abend. Alter, solche Alter Verwalter. Ich weiß nicht, welchen Esel der Neumann da geritten hat. Ja, was das soll. Was der damit erreichen will, ob er sich einfach nur profilieren will. Aber nun ja, das wird man demnächst mal herausfinden. Jo.
Ja, du bist ein Gemeinderat. Ja. Wann habt ihr die letzte Gemeinderatssitzung gehabt? 2 Wochen. Also da, wo der Müller ausgewandert ist, dann hatten wir noch mal eine. Weil man könnte ja eigentlich... Ja, du hast halt jetzt ein Problem, weil du bist befangen. Aber du könntest dich trotzdem im Gemeinderat mal dafür einsetzen. Im Sinne von, dadurch werden 2 Höfe deutlich liquider, also können mehr Steuern zahlen, weißt du, so in dem Sinne. Weil das ist ja schon wichtig für die Gemeinde. Und ich check nicht, was der Neumann damit jetzt alles bezwecken will. Nee, ich auch nicht. Ach, Mensch. Ja. Und das mit der Schwarzarbeit check ich nicht. Was soll denn da Schwarzarbeit sein? Der behauptet, die Genossenschaft existiert nicht. Und dann will er mir gleichzeitig deswegen ans Bein pinkeln, dass ich schwarz arbeite. Das macht ja null Sinn. Vor allen Dingen, ich Steuerhinterziehung. Was meinst du, warum ich mich gerade wieder in den Ruder geschwungen habe? Weil ich auf den Blödsinn gar keine Lust habe. Ja, aber warte mal, da fällt mir was ein. Hast du die 1000 Euro, die ich dir damals gegeben habe, angegeben? Dann hast du aber wirklich Steuerhinterziehung gemacht, gell? Oh, shit. Nee, aber ist egal. Geb die noch nicht an, weil sonst hätten sie auch einen Beweis dafür, dass da schon Geld geflossen ist. Und dann haben wir einen Geldwertenvorteil, dann kriegt man ein Problem. Aber aktuell profitiert, also beziehungsweise ist es eine Genossenschaft. Wir verdienen ja damit null Geld. Ja, das ist ja richtig. Wir verdienen nur, wenn wir unsere Ernte verkaufen. Ja, und das geht in jeden Hof selber. Ja. Also da ist im Grunde jedem Hof selber überlassen, was er sich davon kauft. Ja, klar. Ich möchte jetzt zum Beispiel von dem Geld, was ich durch die Zwiebeln einnehme, mir den Schreiner kaufen. Dadurch kriege ich dann wieder mehr Geld und kann das Geld, was ich durch den Schreiner und durch die Ernte einnehme, schon wieder einen Teil mehr in den Kredit reinstecken. Der Einzige, der einen Nachteil davon hat, bin ich, weil ich behaupte, oder ich zahle euch trotzdem dann ein Gehalt. Ich mache sogar Verlust bei der Kacke. Jetzt will der mir ans Bein pinkeln, ey. Ja, das ist ja so eine Kacke hier, ey. Ich bin gerade am Überlegen. Was gibt's denn noch für eine Zusammenarbeitsform? Ne, warte mal, wie heißt denn das? So ein Ding, was keinen Gewinn machen darf. Ein Verein darf ja keinen Gewinn machen. Schon richtig. Und ich bin ja gesperrt um den Ding. Die Genossenschaft. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir einfach einen Verein gründen. Wo ist denn der Müller eigentlich? Ist der jetzt endlich mal hier auf dem Weg? Kommt er mal bald an? Der ist anscheinend immer noch am Verladen. Das kann ja nicht sein. Wir machen hier die ganze Arbeit und der chillt seinen... Ah, nee. Der ist auch noch die Anmeldung am Bearbeiten. Ja, okay. Weil der hat sie sich angeguckt und hat festgestellt, dass der Lukas Müller sehr viel vergessen hat mit einzutragen. Okay. Also dir ist schon klar, dass der Müller da nichts gemacht hat. Ich habe dem Stefan gesagt, der soll da schnell was schreiben und es mitbringen. Ja. Aber bloß nicht verraten, ey. Ja. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob wir nicht einen Verein gründen. Ich weiß nur nicht, wie. Also was, wie, wo. Ich glaube, ich werd eine Vereinsgründung beantragen. Mache ich am Sonntag. Ja.
oder im Laufe der Woche nebenbei mache ich das mal, dann schicke ich denen das. Ja. Und dann gründen wir einfach einen Verein. Ich mache den ganzen Papierkram fertig, ich brauche halt dann eure Unterschriften. Ja. Dann kriegen wir das hin. Ich habe die Woche, denke ich, nebenbei noch ein bisschen Zeit. Jo. Gut, meine Steuern habe ich bezahlt. Ja, eigentlich passt alles. Schwarzarbeit, wie kommt ihr auf Schwarzarbeit? Ich habe doch keinen Lohn gekriegt. Das ist alles so lächerlich. Ich habe nicht mal, hätte ich einen Lohn gekriegt, dann wäre es Schwarzarbeit für mich gewesen. Aber ich habe ja keinen Vorteil daraus. Nee. Nee, habe ich nicht. Ach. Zum Mäusemelken, sowas, ey. Ich hoffe, die machen ein Gerichtsverfahren drauf. Die machen eine Strafanzeige, hoffe ich. Wenn sie eine Strafanzeige machen, dann lasse ich es vor Gericht kommen und dann wird es sehr lächerlich für die Gemeinde. Dann müssen sie sich warm anziehen, dann verlieren sie einen Riesen. Dann ist Polenofen, ey. Dann habe ich keine Lust mehr. Uff. Ah. Naja. Gut. Weiterarbeiten. Jo, ich muss jetzt Hänger leer machen. Ja, ich fahr weiter hier Bahn. Jo, auf dort. Bis später. Nee, ist einfach so, Schwarzarbeit habe ich definitiv nicht gemacht, weil ich habe ja nicht mal eine Aufwandsentschädigung gekriegt, ganz im Gegenteil. Ich zahle ja viel mehr in die ganze Geschichte rein, wie das ich davon hab. Ich zahle ja, wenn die Genossenschaft existiert, den jeweils 1000 Euro pro Woche. Das heißt, ich habe 8000 Euro Kosten pro Monat, ohne dass ich dafür irgendeine Leistung sehe. Nichts. Ich check's nicht. Aber komm, warte mal, wir machen hier noch was anderes. Klingelingeling, klingelingeling. Ja, bitte. Ja, Charlie, Volker hier. Ja, grüß dich, Volker. Vielleicht hast du es vergessen, aber eigentlich wollte ich mir noch eine Rechnung für Wasser schicken. Ich wollte die Gemeinde dir, glaub, schicken. Ich habe der Gemeinde eine Rechnung gestellt. Wie? Du hast das Wasser der Gemeinde in Rechnung gestellt. Ja, den Transport habe ich der Gemeinde in Rechnung gestellt. Die Gemeinde hat gemeint, sie meldet sich da denn nochmal und setzt sich auch mit dir in Verbindung. Okay. An wen ging das? An Neumann? Ja, ich glaube. Okay, der spinnt gerade sowieso ein bisschen. Aber, okay. Der behauptet, ich würde schwarz arbeiten und lauter so Kappes. Naja. Okay. Gut, dann frage ich da mal nach. Gerade mal eine andere Frage. Jupp. Lohnunternehmen gibt es ja nicht mehr, oder? Nee, der Neumann hat es aufgehört. Okay, dann muss ich da mal mit Neumann reden. Aber den Landhandel gibt es noch, oder? Den Landhandel gibt es. Also er verkauft nur noch Düngemittel, Saatgut und so Zeug, aber Lohnarbeiten macht er offiziell nicht mehr. Ich habe auch schon angefragt gehabt. Dann muss ich da mal mit Neumann reden, weil mir fehlt da ein bisschen Startkapital, dann würde ich das übernehmen. Weil mein Ex-Chef hat ja alles verschenkt und verkauft oder wie auch immer. Naja, auf stimmt. Jeden Fall sieht mein Konto auch nicht prickelnd aus. Und ich habe jetzt gerade an meinem MB die Amazon 15 Meter Seemaschine. Funktioniert das? Ja. Zum Teil mit 3 km/h. Mit wie viel? Mit 3 km/h ab und an. Aber besser wie nix. Wie viel PS braucht die? Müsste ich gerade mal nachschauen. Da habe ich noch einen Traktor. Warte mal. Die würde 270 PS brauchen. Normalerweise. Das braucht meine Horsch auch.
Ja, ich war der Meinung, er hatte einen großen Deutzer oder irgendwas, aber habe ich ja auch nicht mehr. Ja, er hat alles verschenkt und keine Ahnung, wie der auch gearbeitet hat. Auf jeden Fall hat er auch viel verschenkt. Was hat die Amazone für eine Deichsel oder für eine Kupplung? 3-Punkt-Aufnahme. Hm, schade. Wobei ich gar nicht weiß, wo mein Tatra ist. Ich glaube im Wald. Wie viel PS hat denn der? 180. Der MB. Keine Ahnung. Kann es sein, dass er dir vielleicht das Geld abging für den Umbau von der Reifen? Ja, das kann sein. Aber das ist kein Thema. Alles gut. Das, Okay. oh. Müssen wir wieder ändern. Ich müsste den Fahrzeugschein wieder ändern lassen vom MB3. Ja. Okay. Ja, ich war der Meinung, da hatte die Mieters treffen drauf, war mir aber nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Bin mit dem dreimal durch die Gegend gefahren und dann habe ich keinen Bock mehr. Okay. Ich sag mal so, zum Fahren ist ja schön, aber. Er ist ein bisschen laut, fand ich. Das finde ich jetzt gar nicht. Aber er hat halt zu wenig Leistung für die Seemaschine. Mit dem. Die Hackschnitzel hochfahren zum Wasserwerk möchte ich aber nicht gerade. Nee, würde ich auch nicht wollen. Weiß ja auch nicht, was da mein Ex-Chef vereinbart hatte damals mit der Gemeinde. Warte mal, ich muss Ich mal glaube, der gerade was Transport gucken. war umsonst. Kalklager. Habe ich Kalk? Keine Nee. Ahnung. Nee, habe ich nicht. Ja. Also wenn du einen größeren Traktor hast, hätte ich direkt Minimum zwei Felder zur Aussaat als Auftrag für dich. Das hört sich gut an. Eventuell sogar noch ein drittes. Je Ja, da nachdem, wie schnell. würde ich mich noch einmal gleich mal mit dem Herrn Neumann in Verbindung setzen, Jo, mit dann dem melde ich wegen dich. ob Möglichkeiten es gibt. Mache ich. Gut. Also Okay, gut. so, dass es halt die 270 PS mindestens hast, wäre, glaube ich, ganz gut. Ja, auf Gut. jeden Fall. Bis dann mal. Okay, bis später. Ciao. Wiederhören. Ja, das ist gut, weil dann kann der hier gleich Felder anballern. Da wäre ich eigentlich dafür. Und da gebe ich ihm gerne die drei Aufträge. Für alle drei Felder. Ich würde auch das hier bezahlen. Mir völlig piepegal. So, aber wir müssen hier jetzt mal ranklotzen und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.